Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir was ganz Besonderes machen. Ich habe mir die liebe Nova heute dazu geschnappt. Es wird wieder geile Koch-Action geben, diesmal aber mit einem kleinen Twist. Oha. Und zwar haben wir hier diese Zutaten bekommen. Mhm. Der liebe Mike aus dem Management hat uns ein Rezept ausgesucht. Wir wissen aber nicht, was es für ein Rezept ist. Wir wissen nur diese Zutaten. Mhm. Versuchen jetzt daraus das Logischste irgendwie nachzukochen, dass es natürlich auch lecker ist. Und werden am Ende checken, hatten wir recht oder nicht. Oder ist es vielleicht sogar leckerer, was wir kreiert haben. Kann ja auch sein. Also, wir haben hier einmal Reis. Wir haben Currypaste. Da geht es schon in eine gewisse Richtung, möchte ich sagen. Wir haben Kokosöl. Wir haben Kreuzkümmel ist auch. Okay, da wird schon mal kulinarisch ein bisschen eingegrenzt. Ja. Schalotten, Knoblauch. Nos, Erdnos. Ingwer. Limette. Limette. Zwei Karotten, zwei Süßis. Einmal passierte Tomaten und einmal Kokosmehl. Okay, hast du schon eine Vermutung, Nova? Also ich denke, es wird ein Curry sein. Wir haben die Currypaste hier. So, muss ein Curry sein. Vielleicht ein japanisches? Das Ding ist, ich mache mir ab und zu auch mal gerne Curry. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das thailändisch ist, was ich mache oder so. Aber ich habe auf jeden Fall keine Süßkartoffeln am Start. Ich habe auch eigentlich kein Kreuzkümmel am Start, aber liegt vielleicht an meiner Faulheit. Ich habe auch keine passierten Tomaten. Das ist halt. Wobei, das ist aber. Das ist halt wieder indisch, ne? Das würde ich auch sagen. Und Kreuzkümmel ist auch indisch. Ey, wir müssen vielleicht in ein indisches Mindset gehen. Ja. Okay, also ich glaube, was wir schon mal safe sagen können, das wird wahrscheinlich einfach eine Deko sein. Ja. Können wir aber auch anrösten, wenn wir wollen. Ja. Wahrscheinlich das hier alles anbraten, das kommt zum Ende drauf. Dann ablöschen mit Kokosmilch. Ja. Aber was machen wir mit den Wichsern? Weil die brauchen doch auch richtig lange. Ja, und die Karotten ja auch, ne? Wird die, glaube ich, sogar mit reingeben, nachdem wir Zwiebeln und so gemacht haben. Okay, check. Okay, das klingt gut. Dann setze ich schon mal den Reis auf und du fängst mit der Schnibbelei an. Jo. Krank. Machen wir das so. Bist du eigentlich so tendenziell ein Freestyle-Kocher oder bist du so jemand, der so nach Rezepten gerne kocht? Boah, ich muss sagen, ich bin schon so ein Freestyler. Ja. Wobei ich es auch, wenn ich so ein Rezept habe, wo ich richtig Bock drauf habe, dann freue ich mich auch richtig, das so richtig penibel zu machen. Penibel zu machen, dass es genauso schmeckt wie aus dem Rezept. Ja, doch, auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es auch so. Also ich koche manchmal so gerne besonders, also wenn ich Leute beeindrucken will. Ja. Dann koche ich halt immer nach Rezept so. Bist du eine erste Date-Kocherin? Kommt halt dran, was für eine Art von erstes Date man hat, ne? Also, ob man da bei sich zu Hause ist. So. Achso, ja, okay. Du wirst jetzt nicht in ein Restaurant mit ihm gehen und sagen, kann ich bitte kochen? So, aus meiner Seite! Raus! Aus der Küche raus, so, ich koche hier beim ersten Date. Das ist eine Regel. Ich arbeite nicht so oft mit Charlotten, also korrigiere mich da gerne, wenn ich da hier irgendwie... Ja, du musst Französisch sprechen dabei. Oh, je m'appelle Nowatzki. Amour. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse und ich hoffe auch, Basmati und Wildreis zählt unter diese Regel. Oder wie Held der Steine sagen würde, der Ehrenreis. Ich habe einen ordentlichen Hunger, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Deswegen hoffe ich, dass das, was wir fabrizieren, irgendwie ein bisschen lecker sein wird. Das wird bestimmt lecker sein. Also ich glaube, ich finde, es gibt halt Gerichte, bei denen kannst du per se auch nicht so viel falsch machen. Also ich finde, wenn man Zwiebeln anbrät, ist schon krank. Oder so, wenn Mutter dann kocht und die Leute kommen so uns in die Küche und das Wohnzimmer. Hier riecht schon so lecker gerade. Oder sag mal, ach was, ich hab doch erst Zwiebeln anbraten. Oh, gar nichts gemacht, Leute. Dann wartet mal bis später, wenn ich richtig loslege. Ja, richtig abgeht hier. Genau, hier haben wir eine Pfanne für dich schon mal. Der Reis habe ich jetzt mal auf 7. Boah, ey, bei den Temperaturen vom Herd bin ich immer so am Fieber. Ja, ne? Ich auch. Ich denke mir immer irgendwas aus. Ich denke, so Reis wird auf 7 passen. Bist du eine große Whisky-Trinkerin? Keine Kennerin, aber Trinkerin schon. Also ich finde es sehr... Knallt so ein Jack Daniels, das ist schon eine gute Jahrgang, oder? Ich habe mir nur irgendwann mal gemerkt, mein Vater mag Bowmore und den kaufe ich dann eben immer. Ab und zu mal. Ja, immer, also wenn alle zwei Tage braucht der halt eine neue. Ist der auch so alkoholkrank wie meiner? Der ist unfassbar alkoholkrank, ja. Es riecht schon so lecker. Es riecht schon so lecker. Du, ich habe auch gar nichts gemacht. Warte mal ab, bis ich hier loslege erst, ne? Du warst ja jetzt im Dschungel gewesen. In den Urwald war ich drin. Korrektamente. Da wird es ja auch dann hoffentlich bald losgehen. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Du hast ja uns noch nicht gespoilert, wie weit du gekommen bist. Nee. Weiß das deine Mom und so? Hast du es denen gesagt? Meine Mama weiß es, ja. Okay. Das ist die Einzige. Auch, nicht auch dein Dad weiß es nicht und so, deine Family? Nee, mein Dad auch. Mein Dad auch. Okay. Aber sonst, nee. Aber sonst niemand. Weißt aber du, sonst Schwester? Okay, Schwester auch. Ja. Sonst niemand. Und ihr Freund ja auch. Und, der Postbote. Da warst du im Wald und ich meine, spoiler mich nicht, aber du hattest ja jetzt keine riesige Vielfalt, irgendwie was zu essen. Es gab zum Beispiel kein Imbiss nebendran, der dir ein geiles Curry gekocht hat. Korrekt. Lagst du nachts da in deinem selber gebauten Bett oder was auch immer und dachtest so, Alter, jetzt ein Punkt, Punkt, Punkt. What did you crave the most? Ich hatte Spaghetti, ich hab Bock auf Nudeln. Nudeln? Nudeln.
Es waren legit einfach Nudeln. Auch egal wie, so Nudeln mit Pesto. Okay, was für eine Nudelart? Wenn du dir nicht Penne vorgestellt hast, ist Quatsch. Nee. Ich habe mir die verfallene vorgestellt. Oh, okay, die sind stark. Ja. Okay. Boah, da kriege ich selber gerade Hunger, obwohl ich vor Essen stehe. Aber das ist es halt auch einfach so. Weißt du, ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, so, ja, ich hätte ein 5-Gänge-Menü, Ei, und dann will ich noch das ein bisschen haben. Geil. Das finde ich basic, das ist bodenständig. Space, oder? Ja. Ich nehme mir nochmal von meinem wunderbaren, leckeren, super delikaten kleinen Wiener. Das ist aber auch eine feine Rebsorte, ne? Das ist handgepflückt von meinem Opa. Opa ist blind und er baut in Italien unter Wasser an. Unter Tage oder unter Wasser? Nee, unter Wasser. Der baut den unter Wasser an und er sieht nichts. Deswegen kriegt der Wein ein ganz besonderes Aroma und jedes auch anders, weil manchmal kann halt sein, er operiert da auch so einen Oktopus mit rein in den Jahrgang oder sowas. Ne? Oder er schneidet zum Beispiel nur die Blätter ab, gar nicht die Weintrauben und macht daraus den Wein, weil er halt nichts sieht. Aber finde ich irgendwie toll, also dass er trotzdem halt so seiner Passion nachgeht und dass er halt irgendwie Menschen jetzt auch einfach weitestgehend vergiftet dadurch. Das finde ich halt Da muss halt jeder selber wissen. Das ist halt ein Kollateralschaden, den man halt einfach. Richtig, mit aber es ist doch auch eine Kunstinstallation ein Stück weit. Ja, finde ich auch. Also habe ich ihm gesagt, Opa, du bist ja wirklich auch ein Stück weit ein echt Menschenkünstler. Ja. Er ist auch taub halt, er ist nicht verstanden. Geschichten aus dem Paulanergarten. Was wäre deine Vorstellung von deinem perfekten Date? Weil ich finde, Kochen ist ja schon so eine Date-Sache und so. Jetzt gehen wir aber rein hier. Jetzt gehen wir mal rein, doch. Boah, perfektes Date habe ich mir schon oft gedacht. Ich bin ja auch, sag ich mal, denken viele nicht von mir. Ich war ja schon auf sehr, 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 sehr vielen Dates. Mhm. Warum sollte man das nicht von mir denken? Habe ich mich ja gerade selber ausgedacht. Ja. Boah, ich weiß nicht. Ich habe schon viel ausprobiert. Ja. Ich hatte auch schon ein erstes Date, da sind wir zu Ikea und haben danach Möbel aufgebaut. Alles. Aber Möbel aufbauen finde ich actually, das ist krank. Weil das ist genau wie mit Kochen, da kannst du direkt sehen, ist die Frau in irgendeiner Art und Weise handwerklich begabt, beziehungsweise checkt die, wo A und B ist, kann die Sachen lesen und wiedergeben. Es war halt so, wir hatten was zu tun, weißt du? Es ist nicht so, man sitzt zusammen und es ist irgendwie awkward oder so und man weiß nicht, was man genau tun soll, sondern wir saßen da, haben das halt aufgebaut, es war nice, man konnte dabei labern. Also das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das perfekte Date für mich wäre, ich würde erst essen gehen und dann Aktivität machen. Ich war jetzt nie jemand, der so krass anti-Kinder ist, aber auch so in meiner Jugend und so war es jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, okay, ich brauche jetzt unbedingt Kinder. Also ich hätte mir auch vorstellen können, mit einem Partner glücklich zu werden und halt keine Kinder zu haben. So. Same. Aber seit einem Jahr oder so. Oh, hat es gechanged? Alles gechanged. Und ich glaube, das ist meine eigene biologische Uhr, die anfängt, mich so richtig zu verarschen. Das ist richtig krass. Die da so tickt so und ihr übel, sagt, übel, hallo, dass bitte. Ich so, dass ich so richtig, wenn ich so Kinder ansehe, mir so denk so. Ich will eins. Ist das fertig? Wo haben Sie das? Her damit! Ich brauch das. Das finde ich super süß, ich würde es gern haben. Du wirst es aber kein fremdes Kind mitnehmen, oder? Nora? Nee, da muss man wirklich aufpassen. Nein, oh das sind Gott. Leute sehr unbeschwindig. Nein. Niemals. Ich finde Kinder super süß. Aber das ist so das Ding. Das ist so, ich habe das nicht so gedacht, aber dass halt wirklich biologisch gesehen mein eigener Körper mir die ganze Zeit sagt, so, krieg mal ein Kind jetzt. Ey, das sind auch Hormone am Ende des Tages. Natürlich. Ne? Ja, so, da kannst du gar nichts dagegen machen. Also ich bin da auch echt Phasen durchlaufen. Manchmal war ich so, okay, auf jeden Fall Kinder, das ist so die Standardnote in der Schule, habe ich das Gefühl. Bis vor ein paar Jahren oder bis vor, vielleicht noch sogar letztes Jahr war es so, ey, nee, ich glaube, ich will einfach keine Kinder. Mhm. Ich glaube, ich hatte immer gesagt, ich will Kinder, weil ich nicht im Alter alleine sein will. Was, glaube ich, eine scheiß Motivation ist, Kinder zu bekommen. Ja. Weil dann hast du die und dann ist es erstmal 18 Jahre pure Hölle, Alter. So gerade Thema Pubertät und so. Das hältst du psychisch nicht durch, wenn ich du die so nur hast. Ich war in meiner Pubertät, ne? Ich auch. Ich war so. Wie warst du? Ich war ein Emo. Also ich hatte rosa Haare und wollte unbedingt hier so zwei Snakebite-Piercings haben. Aber du hast es nicht gemacht? Ich habe es nicht gemacht und habe halt immer so Netzstrumpfhosen getragen und Also ich bin jetzt nicht irgendwie so auf krasse Partys gegangen, weil ich einfach ein echt krasser Hänger war so in der Hinsicht, dass ich halt einfach super viel zu Hause und einfach war und gezockt habe oder so. Vielleicht hatte ich das aber auch vor ein paar ekligen Drogenscheiße bewahrt oder Ey, so. Genau, das kam halt erst später dann. Also nicht bewahrt, aber damals aber dann damals. Bewahrt. Heutzutage. Heutzutage. Ich habe so eine intellektuelle Rebellion gemacht. Ja. Also ich war so, ich weiß viel mehr als ihr und ich bin viel schlauer als ihr und so. So, ich war aber auch so ein kleines Kind. Ich habe auch immer versucht, meine Mutter so intellektuell oder auch artikulativ immer so zu challengen und sowas. Genau. Ich war im Debattierclub, ich war im kreatives Schreiben. Oh nein. Und im Poetry Slam. Oh, die hat's übel erwischt. Ich probiere mal kurz den Reis. Ja. Der ist sehr, sehr salzig. Okay. Ich habe den viel zu salzig gemacht. Außerdem ist er noch hart. Hart ist kein Problem. Willst du nicht jetzt schon mal die Kokosmilch rein? Ich würde es machen. Du würdest es machen? Ja. Wenn du das machen würdest, dann machen wir das. Aufpassen, da flockt die der Aal.
Da habe ich auch immer mich schon mal komplett eingesaut. Das ist so, wenn man versucht, einen Granatapfel zu schälen, ungefähr so auf diesem Level. Das musst du unter Wasser machen. Habe ich jetzt letztens auch gesehen. Auch auf TikTok. Ey, so viel in meinem Leben lerne ich von TikTok. Ja, ist schon ein bisschen gruselig. Das hat mir actually so ein Granatapfelverkäufer aus Tel Aviv hat mir das erzählt. Aus Tel Aviv? Warst du in Tel Aviv? Ja. Von dem Flugzeug? Ja. Ey, ich habe die Kündigung ist bei dir jetzt raus. Ich darf darüber reden. Ja? Ja. Wo hast du denn gearbeitet, Nova? Ey, Lufthansa. Und wie zufrieden warst du mit diesem Arbeitgeber? Sehr. Ja? Sehr zufrieden, ja. Ich war wirklich sehr zufrieden. Also, aber warum ist das Entertainment-System so scheiße bei Lufthansa? Das ist so die Scheiße, ne? Das geht, ne? Also was ich da teilweise sehe bei anderen Airlines und dann das, der Touchscreen auf dem Hinflug nach L.A., ich glaube, ich habe meinem Vordermann ein Schädel-Hirntrauma geklopft, weil ich einfach drücken wollte nur. Ich habe einfach nur gedrückt, habe diesen Film starten. Und der Touchscreen ist so, du drückst, nichts passiert. Dann drückst du so richtig hart, nichts passiert. Herausgefunden, man muss so drücken mit dem Fingernagel auch oben. Also weißt du, musst so immer richtig, so mit den Nägeln einfach. Nee, du musst so. Ja, du musst aber einen Punch machen. Nee, so wird er nicht nehmen. Nein? Du musst so. Hättest du einfach ich erkläre jetzt dir als Lufthansa-Mitarbeiter drin, wie das Spiel funktioniert. Nee, Nova, es war falsch leider. Denn so ja, war leider falsch. Falsch. Ja. Naja, macht ja nichts. Ey. Ja, da war auf jeden Fall öfters in Tel Aviv, weil das einer meiner Lieblingsstädte ist, actually. Boah, das klingt so geil, der Name. Ey, da musst du hin. Klingt lecker. Tel Aviv ist so geisteskrank. Also das Essen da, ich habe in meinem Leben selten so schöne Menschen gesehen. Also alle Menschen sind da attraktiv. Und alles ist da immer, also dadurch, dass die halt in der Lage leben und saisonal ist halt jedes Gemüse und jedes Obst ist immer in der Saison. Bauen die da alles an? Alles. Und du gehst da über den Markt drüber und es ist überall alles nur Gemüse und Obst und die haben halt, alles ist immer always in season. Weil das einfach dadurch ist, dass die halt das Wetter da einfach so haben. Das finde ich geil. Tel Aviv ist wirklich so schön und da ist auch direkt, Hummus zu fressen, nur. Der ist halt auch da so lecker. Also ich habe da auch mir so mein, ich bin über den Markt gelaufen, habe mir eine Kichererbsen einmal gekauft. Und mein Tahina, das ist so lecker, das musst du wirklich machen. Habe ich natürlich alles nicht geschmuggelt, sondern habe ich natürlich alles offiziell ist abgelaufen, liebe Vorgesetzte. Ehemalige, so. Ist jetzt egal. Du kannst ja straight up sagen, Nova hat jedes Mal, wenn sie in diesem einen Land war, Argentinien oder wo, hast du deinem Vater so ein Stück einfach Steak geklaut und in deine Hose gesteckt oder so. Darf man das sagen? Jetzt darf man es sagen, oder? Vielleicht wird er ja wieder arbeiten. Ach so. Wurde niemals passiert. Niemals passiert. Never happened. Mein Traumplan ist es ja, mich würde ja gern Mutter sein. Und dann würde ich gerne super richtig unnötiges Influencer-Produkt rausbringen. Ja. Irgendwas richtig, richtig Banales, irgendwas zu essen oder sowas. Ein Eistee wäre gerade ein Eistee wäre, glaube ich, ist gerade so eine Sache, wo halt dann halt auch das verkaufen, als ob das das Ding wäre. So. Mhm. Und das dann halt auch einfach so weiter irgendwie konzipieren. Ach, Immobilien werde ich mir natürlich kaufen. Immobilien. Mit meinem unglaublich krassen Geld, was ich als Influencerin verdiene. Aber bist du da dann zu dem Zeitpunkt in deiner Imagination noch aktiv als Influencerin oder machst du ein bisschen ruhiger? Nein, ich bin aktiv. Ich muss doch Mutter-Content machen. Ach so. Ich bin ja nicht doof. Dann machen wir schön Code NOVA20 auf irgendwelche beschissenen Windeln. Jetzt check ich's. So. Ja, das macht Sinn. Das natürlich. Macht Sinn. Also das ist ja das Content-Kind, nenne ich das dann auch. Aber jetzt sag ich mal, zu so einem Kind gehören ja immer zwei. Ja. Ne? Mhm. Hast du da schon mal so ein bisschen vorgefühlt? Du hast ja auch letztens auf Twitter verkündet, du bist in einer Beziehung jetzt. Ja. Den Glückwunsch nochmal. Schreib mal in die Kommentare jetzt den Glückwunsch nochmal. Danke, Mann. She did it. Fucking finally, nach 23 Jahren, I made it. Man darf ja mit so einem Thema nicht zu früh, sag ich mal, reinplatzen zur Tür. Das stimmt. Ne? So, ja, dann kündig mal direkt deinen Mietvertrag, zieh bei mir ein und wollen wir gleich Kinder haben und lass Krankenversicherung zusammen machen. Sofort, ja, also auf den. Aber man darf jetzt auch nicht zu lange warten, weil was ist, wenn du sagst, ich will Kinder haben und dein Partner sagt, auf gar keinen Fall. Ist schon ein Dealbreaker so. Deswegen, ich meine, es ist natürlich auch, also das Ding ist, ich rede halt voll oft viel über Kinder oder rede darüber, dass ich gerne Kinder hätte. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht so desillusioniert, dass ich mir jetzt sage, so, also ich bin jetzt ja niemand, der jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt schwanger werden, sondern das ist für mich vielleicht in 5 Jahren mal ein Thema, okay. Was mich so, auch wenn ich da jetzt irgendwie viel drüber rede und sowas, aber zum Beispiel, was halt auch irgendwie finanzielle Absicherung angeht und so. Ich möchte nur ein Kind in die Welt setzen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich diesem Kind also die bestmögliche Voraussetzung mitgeben kann, hundertprozentig halt absichern kann, dass das Kind alles das hat, was es braucht. Aber ich sehe das auch so und ich glaube, ich habe es mit meinem Chef ja damals auch gesehen, der hat halt gesagt, ich will halt wirklich Kinder erst haben, wenn ich so für mich einfach stabil bin, dass nichts mehr passieren kann. Ja? Selbst für die Firma geht in den Arsch und alles geht in den Arsch, dass man sagt, man hat irgendwie vielleicht ein Häuschen, kann da wohnen, so. Ja. Check ich den Gedanken. Weißt du was? Was? Wir richten jetzt an. Es wird angerichtet. Freunde, und das ist unser Ergebnis. Ein Curry mit Tomaten, Kokosmilch, Soße. Süßkartoffeln und Karotten. Süßkartoffeln und Karotten drin, Reis, Limonino, wo ich immer den Namen vergesse, wie der heißt. Limetten. Limetten.
und geröstete Erdnüssen. Jetzt ist die Frage, wie nah sind wir dran? Wie gut haben wir es getroffen? So, wir öffnen das Rezept. Okay, ist von der Seite, die heißt Slowly Veggie veganes Süßkartoffelcurry. Mhm. Wir sehen hier ein Bild, das sieht schon sehr aus wie unseres. Die hatten diese Zuckerschoten, ja. Die sind bei mir irgendwie verloren gegangen leider. Die Schritte wären gewesen, Reis kochen. 1,5-fache Menge, du hattest recht gehabt. Egal. Haben wir komplett verkackt. Süßkartoffel schneiden, Schalotten auch, Knoblauch auch, Ingwer auch. Alles anbraten, Kunde, haben wir richtig gemacht. Mit Kokosöl und rote Ingwer-Curry. Ingwer-Curry-Paste. Reinbraten. Dann die Kokosmilch und die passierten Tomaten rein. Alles zusammen köcheln lassen. Erdnüsse drüber. Guten Appetit. Das heißt, wir haben es alles richtig gemacht. Alles richtig und wir haben sogar noch die Erdnüsse angeröstet, was einen extra Kick gibt. Extra Flavor. Lass mal probieren, wie es schmeckt. Lass dir schmecken, würde ich sagen. Prost, ne? Was halt. Ist geil. Übel geil. Ist richtig geil. Das Gemüse hat noch einen schönen Biss auch. Weißt du, es ist nicht so weich, aber auch nicht so hart. Ist übel geil. Also, ich glaube, man kann hier noch Gemüse reinfügen, wie man will. Zum Beispiel diese Zuckerschoten. Du kannst Erbsen reinmachen. Kannst alles mögliche. Paprika kannst du reinballern. Man kann auch sich ein bisschen Tofu anbraten, wenn man so ein bisschen dieses... Das ist auch geil. So ein bisschen dieses Proteinmäßige. Genau. Oder als hätte man so dieses Chicken. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung, Freunde. Wenn ihr überrascht wart oder wenn ihr uns geglaubt habt, lasst es mal in den Kommentaren wissen. Ich glaube, so Videos werden jetzt öfter kommen. Schreibt auch mal rein, ob es euch gefallen hat. Und ansonsten sehe ich euch nächste Woche wieder. Kuss. Und kauft euch den Cosplay-Kalender. Ganz wichtiges Ding. Ich bin jetzt so hardcore.